Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, wie man schon im Hintergrund sehen kann, sind hier alle am Wuseln, alle bereiten sich jetzt gerade auf den Befehl zum Vorrücken vor. Ich habe allerdings noch eine kleine Sache, die ich vorher gerne noch machen würde. Und zwar habe ich gerade was gesehen, dass ich auf den Shop klicken soll und auf Produktinventar. Ich habe es eben auch schon angeklickt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ich habe nämlich über Twitch Prime was ein paar Sachen beansprucht. Das werden wir jetzt hier auch beanspruchen mit unserem Let's Play Char. Ja, ist charaktergebunden. Das ist zwar nicht egal, aber das ist schon okay. So, dann gehen wir hier einmal raus. Und hier oben ist auch noch irgendwas. Eventbelohnung. Kampfgegenstandstruhe. Nehmen wir die mal mit. Vielen Dank für deine Teilnahme an den Gildenaktivitäten diese Woche. In dieser Woche hat unsere Gilde insgesamt 1500 Gildenblutsteine erhalten. Das Verteilungsverhältnis an die Gildenmitglieder wurde auf 50% und der Aufgabenbeitrag auf 100 festgelegt und entsprechend verteilt. Gildenmitglieder erhielten im Durchschnitt 0 Wühlmeilsteine. Leider sind neue Gildenmitglieder von der wöchentlichen Verteilung ausgelöst. Ja, super. Ich bin ja gerade diese Woche erst reingekommen. Bald werden diese zu neuen Vollmitgliedern. Und wir hoffen, dass dein Beitrag in der nächsten Woche die Mindestanforderung übertrifft. Na, toll. Das ist natürlich ganz nett, mich hier einfach so zu dissen, hier auszugrenzen. Nur weil ich etwas später erst reingekommen bin. Inventar, genau. Da wollte ich auch mal eben gucken. Weil wir haben hier nämlich ein Begleiter-Auswahltruhe, ein gesegnetes Ei. Es gibt den Begleiter Hopsi, den Begleiter Chop Chop und den Begleiter Bonbon. Ich habe keine Ahnung, was davon was ist. Ja, das ist doof. Kann man den sich nicht angucken? Spezialisiert auf Belastung Wind, spezialisiert auf Belastung Eis. Oh, was ist das denn? Spezialisiert auf Belastung Flamme. Flamme wäre natürlich für mich am besten, aber Bonbon, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also Hopsi könnte ich mir noch vorstellen, dass das vielleicht ein Häschen ist. Chop Chop, keine Ahnung, vielleicht eine Ente oder sowas. Steht das hier nicht drin? Nee, steht leider nicht drin. Ja, spezialisiert auf Belastung Flamme. Was auch immer das jetzt heißen mag. Ich verstehe es so, dass, dass wenn ich irgendwelche Flammenangriffe mache, er mir vielleicht helfen kann oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung. Von Fragmenten des Riesen Torjok und Magie? Ne, das steht hier überall drin. Also vom Namen her würde ich lieber Hopsi nehmen, aber wegen der Sache mit dem Feuer, das interessiert mich ehrlich gesagt dann schon. Dann nehme ich den hier. Oh mein Gott. So, dann werden wir den verwenden. Ja. Ja, ich habe ein Ei bekommen. Oh, mein Begleiter und ich, Erfolg abgeschlossen. Ja, cool. Dann hatten wir noch Kampfgegenstände bekommen. Heilung, Nützlichkeit, das lassen wir aber erstmal alles zu. Und wir haben nochmal Kristalllinie Aura bekommen. Ich denke mal, die sind aber dann erst nützlich, wenn man wirklich ein höheres Level hat. Das lege ich mal ein bisschen nach unten. Was haben wir hier noch? Allheilmittel 100% heilen, das wollen wir jetzt nicht. Ja, den Rest habe ich dann zuletzt ja schon so ein bisschen aufgeräumt. Schade. Dass wir jetzt hier kein richtiges Dorf haben. Dann machen wir einfach mal mit der Quest erstmal weiter und sprechen die Leute an. Der Prinz hat sich also entschieden. Ich habe auf seine Befehle gewartet. Auf sie mit Gebrüll. Wenn dieser alte Mann auch nur irgendwie helfen kann, wird er mit aller Stärke kämpfen. Meinem Bruder zuliebe werden sie von mir die Tracht Prügel ihres Lebens bekommen. Das hört sich motiviert an. Die Kriegspriester sind bereit. Wir kümmern uns um die Dämonen. Ich liebe diese Stimme. Macht weiter so. Das war ein cooler Schauspieler oder so, glaube ich, den ich gehörte. Kämpfen zum Schutz der Leute. Nichts anderes habe ich vom Prinzen erwartet. Ich werde mein Bestes geben. Genau, ganz wichtig. So, wo ist der Prinz? Was haben Sie gesagt? Verstehe. Sie wollen mir also folgen.
Ja, wem sonst? Ihre Treue wird niemals vergessen werden. Dann sollten wir sofort losziehen. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ja. Wir haben aber noch eine andere Aufgabe, die wir noch annehmen können. Ich würde dich gerne um etwas bitten, bevor du dich auf dem Weg zur Schlachtebene machst. So fähig die Miliz des Bilbrimwalds auch ist, es wird schwer sein, Scherichts Truppen alleine aufzuhalten. Unter der Helmon-Burg-Ruine haben wir ein paar Kanonen, die in sehr schlechtem Zustand sind. Ich vermute, sie werden nicht oft genutzt. Aber es würde nicht schaden, wenn sie einsatzbereit wären. Es wäre schön, wenn wir ihnen vor unserem Aufbruch ein paar Waffen für die Selbstverteidigung hinterlassen könnten. Auch der Prinz unterstützt diesen Plan. Okay. Ist ja auch kein schlechter Plan, sage ich mal. Hier wollte ich nochmal kurz gucken. Oh, Archäologie. Haben wir jetzt einen Ratgeber-Quest bekommen? Okay, die nehmen wir natürlich auch an. Das ist ja cool. Wo ist denn die? Ach, die ist nochmal ein ganzes Stück weiter unten. Aber kurz vor unserem Ziel. Das ist schon mal gut. Da müssen wir jetzt hier erstmal die Kanonen reparieren. Achso, ich wollte ja mal eben gucken. Ha, halt. Bevor wir jetzt losreiten. Wo war denn das jetzt nochmal? Unter Kader, oder? Nee. Unter... Ich finde es nie. Wo ist mein Zettel? Alt und P. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie man nicht schnell reingeht. Wir haben ein Bonbon. Ein eiförmiger Begleiter, hergestellt von den... Ach so, von den Krümeln Turteugs und der Magie von Fern. Er rennt gerne und ist wirklich gut darin, trotz seiner kurzen Beine. Ach, das ist tatsächlich... Ist das jetzt ein Easter Egg? Oh je, oh je. Nein, aber ich möchte lieber Andrea behalten. Mal gucken, vielleicht brauchen wir den ja noch. Aber im Moment werde ich den definitiv jetzt nicht benutzen. Da ist schon wieder ein Boss. Ja, wenn ich jetzt wüsste... Ach, Moment, da war doch eine Kanone. So, dann müssen wir dem Bericht erstatten. Der ist sicher... Ja, der ist auch unten, genauso wie ich es mir gedacht habe. Dann reiten wir doch mal direkt dahin. Aus dem Weg. Ihr könnt mich komplett ignorieren. Ich ziehe in den Krieg. So. Da wäre uns noch eine Kanone gewesen, sehe ich gerade. Hallo? Hallo? So. Wenn ihr übrigens Geräusche im Hintergrund hört, das ist nur der Epi. Der hat heute Urlaub. Und wir können leider die Türen im Moment nicht zumachen, weil Post noch kommt. Das ist etwas doof heute. Du bist also der Fremdling, der die Tochter des Anführers gerettet hat. Kanonen? Die haben wir nie wirklich benutzt. Aber ja, die haben wir. Oh, du hast sie repariert? Unser Anführer kann etwas stur sein, aber vertrau mir. Er weiß, wie er seine Schulden begleicht. Ich bin sicher, dass er sehr dankbar ist. Ich werde es auch weitererzählen. Danke. Kein Thema, kein Thema. Wir müssen noch die andere Quest annehmen. Moment, da war noch ein Baum. Ja, ich weiß, wir ziehen in den Krieg und ich habe nichts Besseres zu tun, als Bäume zu fällen. Aber irgendwie muss man das ja mal ausnutzen, dass die an einer Stelle stehen, wo nicht gerade ein Gegner ist. Hm, da ist auch ein Kaninchen, was man jagen kann. Das finde ich nicht nett. Das finde ich wirklich nicht nett. Kannst du jetzt mal stehen bleiben? Ja? Ist es tot? Okay, gut. Also gut ist es nicht. Ich möchte natürlich nicht, dass das Kaninchen stirbt. Aber, naja, es muss halt sein, ne? In dem Spiel. Du bist auf dem Weg zur Schlachtebene. Diese Zone hat einige Relikte. Obwohl wir hier im Bilbrinwald auch einige Relikte haben. Mit M... Die Karte anschauen, gucken, ob man ausgraben kann. Das kennen wir ja schon. Wenn du in der Schlachtebene ankommst, suche bitte nach den verborgenen Relikten. Nutze Sonar, um nach dem Geräusch der verborgenen Relikte unter der Erde zu suchen. Und wenn du eine Stelle findest, wo das Geräusch schnell schlägt, benutze Reliktsuche. Dann wird dir sicher die Geschichte offenbaren. Hier, nimm das Ausgrabungswerkzeug. Ich habe es vom Händler für Handwerksfertigkeiten für dich gekauft. Du musst es nur noch ausrüsten.
Ja, ich weiß, das habe ich ja schon. Sunar jagt den hinterlassenen Geräuschen der Zeit nach. Und Reliktsuche entdeckt ihre wahre Form. Das darfst du nicht vergessen. Ja. Das ist nämlich genau das, was wir unten auch haben. Minispiel-Schwierigkeitsgrad verringert und das Sammeltempo wird erhöht. Im Vergleich zu vorher. Ja, dann würde ich doch sagen, tauschen wir das aus. Und das mit der Haltbarkeit ist nicht so wichtig. Das schmeißen wir dann raus. Können wir ja leider nicht verwerten. So, da müssen wir nach hier. Ich bin schon etwas aufgeregt. Das ist doch dämlich. Ich wollte nur die Pflanze gucken, ob ich die holen kann und nicht... Ach, Leute, ernsthaft. Ach, du Schande. Das ist ja nur ein neues Gebiet. Das ist ja gar kein Dungeon. Ach so, okay. Hier ist ein Boss drin und genau hier soll ich nach Relikten suchen. Das ist natürlich sehr passend. Und hier unten muss ich dann mit Amel sprechen. Okay, vielleicht lassen wir das mit der Reliktsuche lieber, wenn hier ein Boss drin ist. Eieieiei. Ach, da kommen da schon. Da kommt mal alle ein bisschen näher. Hallo, geht's noch? Ich sag, die kommt näher, nicht hau dich um. Ja, ich habe vergessen, dass man wieder nicht mit der Laufentaste laufen kann. Okay. Darf ich jetzt endlich... So, da habe ich jetzt endlich hier mit A. Okay. Halt, stopp. Und dann? Weiß ich nicht. So Nahete. Muss ich da hin? Och, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Was muss ich denn jetzt drücken? Liktsuche. Ach so, da muss ich R drücken, wenn ich das gefunden habe, oder was? Jetzt ist der Boss aber wieder da. Och, das ist so nervig, dass sie so schnell wieder spawnen, dass man noch nicht mal die Aufgabe erledigen kann. Weil das jetzt kein Boss ist, glaube ich, sondern einfach nur hier die... Weil man macht das hier zum ersten Mal. Man hat es ja vorher noch nicht kennengelernt. Dann darf... Oh, Entschuldigung. Dann darf man es einfach nicht machen. Beschädigter Reliktüberrest. Ah, okay. Okay. Gut, wenigstens hat das funktioniert. Sehr schön. Reite ich jetzt mal eben in Sicherheit, hoffe ich doch mal. Dann kann ich die auch kurz abschließen. Und dann kriegen wir... Ja, perfekt. Zertifikat für das Ausgraben und eine Errungenschaft. Die Wahrheit ist wie ein Vermächtnis der Zeit. Sie offenbart sich denen, die bereit sind, ihre Augen zu öffnen. Ja, sehr schön. Dann können wir das auch direkt annehmen. So. Das ist sogar noch mal ein bisschen besser. Das tauschen wir dann auch aus. Und schmeißen das dann hier weg. So, ja. Okay, perfekt. Amel. Du bist hier. Ja, wie du siehst. Regent Schericht hat seine Dämonentruppen an die Front geschickt, um uns zuvorzukommen. Er wartet bestimmt mit seinen Haupttruppen, bis wir erschöpft sind. Kriegspriester vom Metrik-Kloster haben sich freiwillig gemeldet, um sich den Dämonen entgegenzustellen. Dank ihnen konnte sich Thyrains Hauptarmee durchkämpfen und eine Garnison errichten. Aber wenn wir den Rest der Dämonen nicht ausschalten, werden sie Thyrains Armee von hinten angreifen. Wir müssen den Kriegspriestern dabei helfen, hier so schnell wie möglich aufzuräumen. Wir sollten Thyrain wissen lassen, dass die hintere Flanke seiner Armee jetzt sicher ist. Okay.
Das heißt, hier im kompletten Gebiet 12 Leute gerade mal. Okay, ja, das machen wir doch. Kein Thema. Kommt nur her. Wo seid ihr denn? Oha. Wo seid ihr? Aber nicht sehr widerstandskräftig hier. Das mit den Ketten sieht ja mal ganz cool aus hier links. Das erinnert mich so ein bisschen an die Dietrichen Ebenen bei Teso. Okay, 4 Leute habe ich schon mal. Wenn ich jetzt noch ein paar Gegner finde, dann... Hallöchen. Wo seid ihr? Ich brauche euch hier. Ich muss jemanden töten. Wahnsinniger Elementar. Okay. Nein, ernst jetzt, dass mir jetzt noch genau 2 fehlen. Wenn man es gar nicht gebrauchen kann, dann respawnen die direkt in dem Moment, wenn man irgendwo gerade was einsammelt, nachdem man sie getötet hat. Und wenn man sie sucht, kommen sie nirgendwo. Ach, sammeln wir erstmal ein bisschen ein hier. Und wir haben hier noch was zum Abholen. Ah, schließe Ausgrabungen ab. Sehr schön. So, da oben sind wieder welche. Ah! Wartet auf mich. Sterbt noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob hier jemand ist. Kommt her. So, dankeschön. So, und da müssen wir mit ihm sprechen, um ihm das zu sagen, so wie ich das verstanden habe. Dann reiten wir doch mal da rum. Hilfe. Jetzt kommen wir überall die Ketten rein. Moment, da war was, da war was. Oh, oh. Ihr habt mich nicht gesehen. Brave Gegner. Liebe Gegner. Ich habe nicht gesehen, dass ich hier gerade dran war. Hallo? Wieso ist das jetzt weg? Okay. Muss ich nicht verstehen. Wahrscheinlich hat das ein anderer einmal gemacht, ist dann abgehauen oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So. Ach, geht mir doch mal aus dem Weg. Jungs, ehrlich jetzt. Ich habe doch keine Zeit. So, irgendwo hier links. Da. Hier ist auch ein Verkäufer. Sehr schön. Dann kriege ich endlich mal meine Sachen hier los. Ich hoffe, dieses Chaos ist bald vorbei. In dieser Zeit müssen wir an unserem Glauben festhalten. Hamir! Verkaufen. Schrott. Hoppala. Schrott verkaufen. Ja. Dann. Das ist jetzt das Blaue. Wahrscheinlichkeit seltener Materialien. Achso, das war... Ja, da wusste ich ja nicht, was jetzt besser ist oder was nicht besser ist. Das lassen wir mal so weit. Amir. Nee, wer ist denn hier oben? Byron. Großartig. Die Kriegspriester haben tadellose Arbeit geleistet. Und all das dank dir und Amel. Anfangs konnten wir nicht schneller voranschreiten, weil wir auf die Truppen weiter hinten warten mussten. Jetzt können wir uns mit voller Geschwindigkeit bewegen. Ziehen wir los. Ich muss den Bericht erstatten. Zeit für die Schlacht! Ja, ich hab's geahnt. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir annehmen können? Nee, leider nicht. Dann würde ich nämlich sagen, auch wenn wir jetzt gerade 20 Minuten erst rum haben, da sich das Ganze nach einer größeren Schlacht anhört,
dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das Ganze dauert und ob das jetzt ein riesen Dungeon ist und wir dann wieder 15 Minuten brauchen. Dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann die große Schlacht in der nächsten Folge machen werden. Bis dann. Ciao.